Macht jetzt das hier unten zuerst. Es wird auf jeden Fall gearbeitet da unten. Hier oben aber auch. Ach, ihr seid die Miller, die noch keinen Job haben. Die 2000, wenn ich die wegmache. Hier oben. Cut. Cuttet mal alles weg da. Kommt ihr eigentlich hinterher, das ganze Fleisch zu verarbeiten? Porkkammer müssen auf Lager. Cheva, Beef, Venison. Oh, die machen aber auch ganz schön was. Beef, Cuts, Sausages, Tallows. Wie viel Tallow haben wir denn mittlerweile? Null, ne? Machen die Kerzenmacher das immer noch alles aus Tallow? Ne, Candles und Beeswax. Quatsch, Tallow und Beeswax. Und von beiden haben wir nicht genug. Beziehungsweise von beiden haben wir halt null. Das ist gut. Das heißt, die kommen also alle noch gut hinterher. So, dann brauchen wir jetzt hier oben. Ein Weg. Und haben wir den Weg hier schon gebastelt? Scheint so, aber hier noch nicht. Ach so, das sind sogar zwei Farmen. Mist. Da muss der Weg da raus. Und jetzt kommt hier oben eine Großproduktion an Milch hier. Das braucht natürlich auch eine ganze Weile, bis die Population so weit ist, dass wir hier oben vernünftig was rausbekommen, auch Nahrung. Aber ihr könnt hier erstmal Bäume fällen. Der Vorteil ist natürlich, wir kriegen noch ein bisschen Holz daraus. Hier oben wird auch noch gemacht. Oh, bringst du Essen mit hoch? Ja, schleppst doch noch das Brot mit. Klar, im Wald sollte man sich auch gut versorgen. Hier unten passiert noch gar nichts. Vielleicht sollte ich denen sagen, pass auf, bitte mach das hier, liebe Bauarbeiter, mal zuerst. So, 25 von 25 Bauarbeiter noch. Das heißt, 4, 8, 12 sind da gebunden. Und dann 3, 6, 9 da. Macht 21. Das heißt, mir fehlen noch 4. Ach so, ja, genau. Wahrscheinlich die Schule. Genau, 2 und 2. Perfekt. So, und die... Oh, ist da, sind da Steine gespawnt? Respekt. Dann kommt die Bauoffensive. Für die ganzen Arbeiter, die hier arbeiten. Bauen wir zuerst das hier oben voll. Diese Ecke. Diese Ecke hier bauen wir voll. Was ist denn das? Ach, habe ich da Kerzenmacher reingebastelt? Macht denn so einen Scheiß? Aber kriegen wir die noch eventuell woanders unter?
Ach ne, da haben wir die schon reingebastelt. Nö, dann anscheinend nicht. Dann bleiben sie da. Habt ihr Glück gehabt. Wir haben ja... Wir warten jetzt das Jahr nochmal ab, wie sich das verhält. Wenn wir da auch wieder 10.000 zu viel machen, dann können wir schon mal ein paar Häuser in Angriff nehmen. So, wie weit seid ihr hier oben? Die weg und die hier auch alle weg. So, ihr seid arbeitslos. Kann ich verstehen. Gehen wir runter mit und 36. Fischfarmer. Gehen wir da auf 27 hoch schon mal. Beziehungsweise jetzt auf 28, dass wir 25 Labor übrig haben. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig, zweiundzwanzig, vierunddreißig, sechsundzwanzig, achtundzwanzig, dreißig, zweiunddreißig, vierunddreißig Bauarbeiter bräuchte man für einen, für den Großauftrag hier unten. Kriegen wir aber hin. Du hast noch nichts hergestellt, weil du noch keine Bricks hast. Aber jetzt sind alle voll. Das heißt, jetzt kannst du dort oben weitermachen. Du machst weiter. Warte mal, was kannst du noch außer Joists? Cannon? Nein, du machst durchgehend Joists. Kannst du auch vielleicht ab und zu auch mal die Joists und die Ropes dann, wenn wir da irgendwann Ropes mal übrig haben, wenn die hier mal durch sind. 8, 8, einer, also 16, 17 fehlen noch. Und ihr macht, ja, 6 pro Saison, das ist natürlich gar nichts. Liegt das am Flachsmangel? Nee, liegt nicht am Flachsmangel auf jeden Fall. Ja, wollen wir schon den Auftrag geben, hier die Häuser zu basteln? Ja, komm, bevor das hier unten durch ist, der Abbauauftrag. Wisst ihr, was wir machen? Cancel. Wir machen den Auftrag mal weg und arbeiten uns von unten nach oben. Dann könnt ihr euch nämlich darum kümmern und wir machen jetzt, beziehungsweise ihr könnt euch dann jetzt um den Ausbau hier kümmern. Hier gehen wir jetzt richtig aufs Ganze. Nein, falsch. In der Hoffnung, dass wir da ungefähr 30 Kinder mit rausbekommen. Aber es dürfte eigentlich schaffen. So, Vollausbau um den Dings. So, ich ziehe jetzt mal alle Bauarbeiter ab, bis die dort komplett fertig sind. Das gleiche machen wir jetzt hier auch gleich schon mal.
Dann können die ja schon mal wirklich massiv an Rohstoff hinschleppen. Aber das war wirklich auch wieder falsch. So, schaffe, schaffe Häuslebauer. Hier voll dahin. Na, komm. Ja, mein Maus ist wirklich leer. Die reagiert dort in der Seite gar nicht mehr. Zack, zack. Na komm schon. Zack. Zack. Da haben sie dann richtig zu tun. Wollen wir hier runter auch gleich fertig machen? Ich denke mal lieber noch nicht. Shit, von 15 sind wir hier auf 28 hochgegangen, ne? Gehen wir auf 30 hoch. Macht mal fertig hier unten, Leute. Das muss schneller gehen. Aber ich quatsche schon wieder die ganze Zeit. Ich muss mal hier einen Schluck trinken, ein bisschen Pause machen. Da fällt mir gerade noch was ein. Wir müssen ja nach hier rüber auch ein bisschen Luft schaffen. So. Ich denke mal, meine lieben Dorfbewohner, ihr habt jetzt erstmal für das nächste Jahr genug zu tun. Also für dieses Jahr auf jeden Fall, für nächstes Jahr auch. Aber ich sehe da unten links Teller. Seht ihr das auch? Hier. Also es wird jetzt doch schon ein bisschen kritischer. Oh, Nahrung wird auch kritisch. Achso, das ist noch am Abreißen hier. Wie kommen wir denn da rein? Bis hier vorne. Mal 21. Das gleiche hier. Mal 21 und dann gucken wir mal, wie wir dann von hier unten aus hochkommen. Das heißt, hier muss auch noch das ganze Wald weg. Oh. Ja, definitiv, das muss auch noch alles weg. Ja, ihr habt, glaube ich, für die nächsten 2 Jahre noch zu tun. Aber hier passiert noch gar nichts. Bei unserer Großbaustelle. Wie viel machen wir denn? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 132, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 Häuser zu. Ah, brauche ich gar nicht zu gucken. Reicht bei weitem nicht. Aber es ist schon mal ein Anfang. Es ist schon mal ein Anfang. Dauert natürlich jetzt eine ganze Weile. Eine ganze Weile.
Aber 63 Labor. Das haben wir schon wieder drei dazu bekommen. Okay, zwei. Also ich sage mal, vom Plus-Minus her gehen wir. Nein, falsch. Population. Wir gehen auf 5 Jahre. Wir haben hier natürlich eine ganz schöne Ecke an Studenten dazu bekommen, die jetzt natürlich auch wieder abfallen. Die Kinder werden jetzt wieder gerade ein bisschen mehr. Na gut, durch die 5 Häuser, die wir unten gebaut hatten, kommt noch ein bisschen was dazu. Aber die Studenten sinken jetzt gerade ganz massiv. Und bevor wir die hier freigeben. So, du kannst schon mal Pause. Du kannst schon mal Pause. Bevor die hier freigegeben werden, wird definitiv erstmal hier die zweite Reihe an Schulhäusern gebaut, dass wir auf jeden Fall die Kapazität verdoppelt haben, weil dann geht's richtig rund. Ich denke mal, dann werden wir auch ziemlich schnell die 800er Marke erreichen. Ja, doch. Genau, 800 auf jeden Fall. Dann müssen wir natürlich auch noch zusehen, dass wir dann ziemlich zeitnah hier ist es. One-Room Schoolhouse. Die braucht man. Könnte da einen im Winter auch noch alles hinschleppen. Ich meine, zwei Häuser habt ihr ja schon mal fertig bestückt. Dann sollte man vielleicht doch bis nach hier unten gehen. Zumindest die 8 hier noch hinsetzen. So, das ist jetzt Stufe 1. Stufe 2 wäre dann hier runter und hier alles voll zu bauen. Hier runter und hier alles voll zu bauen. Das ist dann Stufe 2. Aber erst nachdem das hier oben fertig ist. So, du bist durch. Ja, 137 brauchten wir jetzt. Wie sieht's hier oben aus? Ein Building Supply hast du schon. Du konntest schon was herstellen. Ja, nice. Pass auf. In der Zeit schicken wir aber erstmal unsere ganzen Labor. Noch frei haben dahin. Mine ist in Ordnung. Und Steinbruch ist, also Stonecutter ist auch in Ordnung. So, Bricks, Glas, Lumber. Ein Building Supply hast du schon hergestellt. Aber ich würde sagen, ja. Sind gut dabei. Da haben wir den nächsten, der fertig ist. Oh, dann wird natürlich jetzt aber auch Holz und Steine und Eisen vor allen Dingen auch. Na gut. Steine vor allen Dingen. Die werden jetzt ordentlich fallen. Da geht es mit Sicherheit um 2000 runter. Stone, Stone, Stone. Naja, gut. Warte mal, auf 2 Jahre. Hält sich eigentlich bei 2250 noch. Weil unsere ganzen Abbaufuzzis noch nicht so weit sind. Oder hier unsere Nahrungsmittelproduzenten. So, das heißt, da waren wir 45. Ich erwarte jetzt 50. Oh, die nächste Mühle ist soweit.
die wir leider nicht bauen, also beziehungsweise wo wir noch keine Leute hinschicken können jetzt gerade, weil das muss erst alles bestückt sein und alles auf Pause sein. Und dann kümmern wir uns halt darum, dass das Haus dort abgerissen wird, das Schulhaus gebaut wird. Und dann können sie da weitermachen. Also, tragt. Aber die werden wahrscheinlich eher auf die doofe Idee kommen, erstmal das ganze Zeug unten abzubauen, was ich im Auftrag gegeben habe. Genau. Das habe ich fast gedacht. Das habe ich fast gedacht. Nee, ich storniere das jetzt nicht. Ich storniere das jetzt nicht. Nächste Haus. Zwei hast du schon hergestellt. Ich bin stolz auf dich. Könnten wir doch das erste Ding bald in Angriff nehmen. Ressourcendepot. Und weil die Ressourcendepots haben den Vorteil, da kannst du halt Sachen einstellen, sag ich mal, die dann. Ich sage mal, ich möchte da jetzt in Ressourcendepot 1, packt bitte 10.000 Karotten rein. Dann packen wir 10.000 Karotten rein. Weil so haben wir dann hier auf jeden Fall ein riesengroßes Nahrungsmitteldepot, was wir dann bei Bedarf, also wir werden es nach und nach füllen, und bei Bedarf, wenn es wirklich mal Krisen sind, können wir es rausholen und Materials sind voll. Das habe ich nicht gesehen. Mach weiter. Inventory Charcoal 8000. Ist natürlich schwierig, wenn die jetzt so viel schon herstellen, weil 8000 reicht mir eigentlich. Wir stellen mal die Arbeit hier von 4 ein. Und gucken mal, wie sich das verhält. Vorteil, noch mehr Freie. Boah, 62 ist schon. Oh, das ist auch gerade wieder eine riesengroße Gruppe neue Leute gerade zugekommen. So, ihr seid da. Ich hoffe, ihr macht das hier noch nicht. Nee, an der Abbau, an dem Abbauauftrag ist noch keiner dran und an dem auch noch nicht. Aber ein neues Haus ist bestückt worden. Gut, aber ich denke mal, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr bei den nächsten Folgen auch dabei seid. Ich war der Opa und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.